What's up guys, welcome to my channel. If you are new here, my name is Divine. I'm a musical fire, minominak, drummer and a keyboardist. I have been for many, many years. I started making these videos as a space for music lovers like myself to check out our favorite artists and break down some of our findings that make them so, so fantastic. Make sure you follow us on Instagram at The Perseverance Reaction in order to recommend the favorite singers for us to react to. Hey, you killed it, you killed it, you killed it. What's up YouTube, hope you guys are feeling good. Today guys, we're back again with a new video guys. So we're going to be reacting to 10 most German invention ever in history guys. This is going to be my first time checking this out and I want to give it a try with you guys. I'm going to love this, I love it, it's have to do with Germany. So this is my first time checking this out. You know how I do it guys, we talk less about it and react more. Let's get into today's video. Hallo. In dem heutigen Video zeige ich euch die wichtigsten deutschen Erfindungen. Hallo Germany, der Smart Germans. Das MP3-Format. Very clever. Es wurde von Hans-Georg Musmann und Karl-Heinz Brandenburg vom Fraunhofer-Institut in Erlangen ab 1982 entwickelt und 1994 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit der MP3 können Musikdateien digital und komprimiert auf sehr kleinem Platz gespeichert werden. Der Qualitätsverlust durch die Kompression ist dabei sehr gering. Das ist mein Platz belegt der Doppelkammer-Keyboarder. Erfunden wurde dieser von Adolf Rambold im Jahr 1949. Zuvor wurden Teebeutel mit Leim verklebt, der den Geschmack beeinflusst hat. Außerdem verfärbten diese Teebeutel das Wasser und gaben nur wenig Aroma ab. Wow. I'm shocked right now. You guys want to discover this? They invented this. Die Chipkarte schafft es auf Platz 8. 1969 reichte der deutsche Erfinder Jürgen Detloff das erste Patent für eine Chipkarte ein. Mit der Chipkarte können Daten gespeichert werden oder es kann auch ein kleiner Speicher mit Betriebssystem wie bei einer SIM-Karte verbaut sein. Clever. Wer regelmäßig Kopfschmerzen hat, dürfte mit der nächsten Erfindung vertraut Aspirin. Sein. Und zwar belegt Platz 7 das Aspirin. Im Jahr 1897 schaffte es der Chemiker Dr. Felix Hoffmann, den Wirkstoff Acetylsalicylsäure in chemisch reiner und haltbarer Form zu synthetisieren. Es war das erste wirksame, schmerzlindernde, entzündungshemmende und fiebersenkende Medikament mit nur geringen Nebenwirkungen. Like, I never thought in any. I never thought that you guys were the one who invented aspirin. I never put it into consideration also. I'm the LinkedIn MP3 player. So you guys were the one that discovered all this. it's very shocking. I was first thinking like US or UK that discovered the aspirin. But now seeing finding out it's from Germany. You guys are clever. Very, very clever. Platz 6. Der erste Ohrenstöpsel. Der Berliner Apotheker Max Neckwehr erfand im Jahr 1907 mit Uropax den ersten praxistauglichen Ohrenstöpsel. Seitdem kann man bei erheblichem Lärm schlafen und seine Ohren bei einer zu starken Lärmbelästigung schützen. What? You guys discovered this too? You invented this? Das Aggregat 4 ist auf Rang 5. Es war die erste Rakete im Weltall und wurde ab 1939 in der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde entwickelt. Mit dem Aggregat konnte erstmals Nutzlast mit einer Rakete transportiert werden. In diesem Fall eine Tonne Sprengstoff. World War, you guys were good in battles and rockets and ships. You guys were good at this. Platz 4. Der Messerschmitt ME-262 war der erste Düsenjäger und in Serie produzierte Jet. Jets erreichen eine Geschwindigkeit, die damaligen Propellerflugzeuge nicht erreichen können. Damit hatte man einen Vorteil gegenüber den Alliierten. 1936 meldete der deutsche Physiker Hans-Joachim Pabst von Ohain das erste Düsenantriebswerk zum Patent an. Und 1939 wurde der erste Flug damit vollbracht. Wow. Platz 3. Das erste Auto mit Verbrennungsmotor wurde von Carl Benz erfunden und er meldete am 29. Januar 1886 das Patent für ein Dreiradfahrzeug mit Verbrennungsmotor an. Er ist damit der Erfinder des ersten praxistauglichen Kraftwagens der Welt. Ein PKW oder LKW sollte jedem bekannt sein, aber man kann damit natürlich Personen oder Lasten transportieren. World most popular car, Mercedes-Benz.
Der deutsche Physiker Moritz Hermann von Jakob entwickelte 1834 in Königsberg den ersten einsatzfähigen Elektromotor. Dieser ist auf Rang 2. What? Der Elektromotor erzeugt mechanische Bewegungsenergie, indem er elektrischen Strom umwandelt. Für jedem Gerät ein oder mehrere E-Motoren. Ladies and gentlemen, you guys are really contributing to the development of the entire world. Auf dem Platz teilen sich gleich zwei Erfindungen. Sie sind beide so wichtig, dass man schwer sagen kann, wer die Nase vorne hat. Zum einen, Platz 1a, na, wer hätte es gedacht, der Buchdruck. Johannes Gutenberg erfand etwa um 1440 den Buchdruck. Don't tell me what I'm thinking about, don't tell me. Bücher mussten nun nicht mehr in mühseliger Arbeit einzeln abgeschrieben werden, sondern konnten maschinell in größeren Auflagen gedruckt werden. Damit konnten Bücher und das daraus resultierende Wissen auch in Schulen, Haushalten, Universitäten und so weiter genutzt werden und lagen nicht nur in unersetzbaren Einzelexemplaren in Klosterbibliotheken herum. Wow. Platz 1b belegt der erste Computer. Konrad Zuse gilt als Erfinder. Nach seinen Vorgängermodellen, den Z1 und Z3, wurde 1950 der Z4 an die ETH Zürich vermietet und war damit der erste kommerzielle Computer der Welt und außerdem der einzige funktionstüchtige Computer, den es damals in Europa gab. Der Computer berechnet beliebige Algorithmen, mit denen er gefüttert wird, in hoher Geschwindigkeit und fehlerfrei, und welche Auswirkungen er auf unsere jetzige Welt hat, dürfte jeder wissen. This is impressive. You guys have contributed to valuable things in this entire world, like what we all see as normal now. You guys were part of the pioneers. You know, let me put it like that. Jimmy, you guys are incredible. Like, if no one is telling you, I'm telling you that. You guys are incredible. Your inventions, the way you guys thought about things, bring out things to life, like, it's fascinating. You guys are really contributing to the entire world and the development at large. And with that, Jimmy, now... Okay, sometimes we used to be on, but you guys really contributed a lot. It really means a lot for me to discover that you guys invented a lot of things that we are all using today as norm. You guys really, really did a lot for this entire world. I would love to visit that country one day because it's definitely been something in my mind every time. You know, I'm proud. I was about to say I'm proud to be a German. I'm not a German right now. I'm not proud of you guys right now. Well, it's really nice to see you guys contributed massively into the growth and development of the entire world. And I know very respected you guys. For the rocket and the jet, I'm not surprised because you guys were really good in First and Second World War. You guys stand your ground and make sure you were not oppressed. You guys are really a strong nation. Accolade to that. This is amazing watching this and I'm proud. I'm proud of you guys. It's good. Comment down below what you think about this video. Give us a thumbs up. Share this video as many as you can. If there's also more discoveries you guys discovered, more invention you guys invented that was on the set part of this top 10, please comment down below, guys. I would love to check them out. You know how it is. See you guys in the next video. Make sure you stay safe. I just bought a bag like an old lady. I'm backwoods smoking. I don't own papers. Pass that 808. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging. I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed. I got scales all